Moin moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Part Let's Play Harvest Moon Magical Melody, wieder mit Ecto. Wieder Nein. ohne Ecto und mit Frozy und Matt. Ja, Frozy, du wurdest komprimiert, du bist jetzt ein Ecto. Ja. So, wir nehmen uns als nächstes die Kupferhacke mit, denn wir müssen dann später in der Mine gehen, damit wir guten Ton finden. Voll Fame und so. Ja, du bist voll Fame, Frozy. Ja. Du würdest Kevin heißen. Würde ich Kevin heißen. Ja, eben. Keiner. Zum Thema Mine. Hat hast du denn nicht rausgefunden, wie du über oder unter Level 10 kommst? Nee, ich weiß es nicht. Das ist zufällig, glaube ich. Ist mir auch relativ egal. Außer ich muss da irgendwie rumhacken. Aber das wird wahrscheinlich eine der Note. Das wird wahrscheinlich eine Note, die ich mir ganz am Ende hole. Also, und da werde ich dann wahrscheinlich auch dementsprechend. Ja. Das wird wahrscheinlich die letzte Note. Weil die interessiert mich gerade nicht. Ich glaube, ich habe den immer braune Eier geschenkt, diesen Woody da. Weil ich muss mich mit dem anfreunden, bis er drei Herzchen hat, dann bekomme ich irgendwie neue Bauobjekte. Irgendwie so ist das, wurde mir das gesagt. Musst du noch bauen überhaupt? Keine Ahnung, es gibt dann neue Sachen. Vielleicht kann ich dann den Hühnerstall ausbauen. Da ist noch mehr Hühnchen. Wahrscheinlich, was ich mir eventuell erhoffe, ist ein Gewächshaus. Weil sowas gab es bis jetzt in jedem Harvest Moon. Ja, ich meine, ich habe 5 Hühner und eigentlich sind 10 bis 20 immer so Standard. Oh Gott, das heißt, du musst jeden Tag alle Hühnchen hochheben. Ja, das mache ich aber auch. Nee, Hühnchen hochheben mache ich nur. Alle hochheben. Das hört sich geil an. Eine Sportabteilung, ey. Nee, hochheben mache ich dann nur, bis die Level 10 haben. Also bis sie 10 Herzen haben. Ja, wieso? Einige haben schon 8 oder so. Ja klar, es dauert, aber sobald die dann 10 Herzen haben, ist mir scheißegal. Müsste für mich selbst sprechen, wenn ich sage, das wäre mir zu viel. Also Ewigkeiten Hühnchen hochheben, dass wir ein paar Herzen mehr haben. Scheiß auf Hühner. Scheiß auf die Hühner, lass sie hungern. Ja. Wenn sie keine Spezialeier legen, dann können sie auch verhungern. So. Wo ist eigentlich dieser Ray? Habe ich den habe ich doch auch schon, oder? Nee, der fehlt mir noch. Wie bekomme ich den nochmal? Ich glaube, den bekomme ich, wenn ich Fische versende. Na, willst du das Ei? Oh, danke. Habe ich jetzt genügend Geld? Nein, mir fehlt noch ein bisschen was. Ja, wir müssen uns auch mit einigen bis 5 Herzchen anfreunden, damit wir dann auch Noten bekommen und das wird noch dauern. Wir können auf jeden Fall wieder ein Schaf scheren. Das gibt dann genügend Geld. Matt. Ja. Wir brauchen ein Thema, über das wir reden können. Ja, ich habe ja schon zuvor kurz angeschnitten oder zumindest versucht, mein Interesse an einem Battle. Welches Battle? Muss nicht. Es ist mir egal welches. Ich hätte sogar noch ein Spiel im Angebot. Dass man sich leider erst kaufen müsste, aber ich glaube, der viel Spaßpotenzial hätte. Der Name lautet Planetary Annihilation. Strategiespiel à la, du brauchst kein verdammtes Micro, du musst nicht jede einzelne Einheit perfekt steuern können, sondern Masse produzieren. Coole Feature sind,
Das ist leider noch eine Alpha-Version, aber es läuft ziemlich gut. Ich habe es schon ein bisschen getestet. Du hast also zum Beispiel erst einen Startplaneten, aber dann kannst du später ins ganze Sonnen- oder nicht ins Sonnensystem, einfach zum Beispiel zu einem Nachbarplaneten gehen oder auf einen Mond, dort deine Basis aufbauen. Und da gibt es dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, mithilfe von Antrieben in den Mond in feindlichen Planeten zu schauen. Sowas wäre zum Beispiel mein Anreiz. Als Gesprächsthema, als Thema allgemein. Was kostet denn das überhaupt? Muss ich jetzt gucken, beim Steam Sale war es bei 30. 30 Warte, Euro? Ja. Ansonsten ja, wie immer Stronghold. Ja, wäre doch nice. Ich Stronghold immer gerne gesehen. Ja, Stronghold. Oder sowas wie Siedler. Ah, Siedler finde ich auch cool. Aber strategiemäßig finde ich wirklich Stronghold momentan eins meiner liebsten Strategiespiele. Age of Empires wäre mir auch ganz lieb. Also Age of Empires ist immer klasse gewesen. Ja, aber wenn dann nur den zweiten Teil, da gibt es ja jetzt diese, ich sag mal, HD-Version, die nur eine bessere Auflösung hat, aber halt da ist der Online-Mode, der Multiplayer einfach besser. Ja. Was ich auch cool fänden würde, wäre Company of Heroes. Das kenne ich nicht. Kennst du nicht? Das nee. Ist, ja, Zweiter Weltkriegsstrategie, würde ich mal sagen. Ah, okay. Es ist halt, es ist funktional, sag ich mal, ganz gut. Es hat eine ziemlich geile Optik. Deckungssystem ist vorhanden. Also, sind deine Einheiten im Haus, sind sie besser geschützt? Sind sie hinter einer Wand, sind sie besser geschützt? Das agiert wunderbar. War eigentlich eines der bekanntesten so in den letzten Jahren. Mhm. Was gibt's noch Schönes? Command & Conquer? Ah, ja. Da Obwohl hab das, ich glaub ich, jetzt, irgendwie auch komisch wäre. Da hab ich jetzt Tiberium War 3 unter Alarmstufe Rot 3. Aha. Muss ich mir alles wieder mal holen. Also, ich mochte die Command & Conquer-Reihe. Ansonsten halt doofe kleine Spiele à la Canon sind gern gesehen. Was fällt mir noch ein? Ja, lol. LOL ist kein kleines Spiel. Was war denn? Ich hab überhaupt nichts gesagt. Hat sich so angehört. Achso. Er hat nur gelacht. Ja. Hon. Hon. Sorry, Husten. Also, du hast schlimm Husten, Matt, da würde ich mir Gedanken machen. Ja, das ist der Hon-Husten. Aber bist du krank? Ah, bist du krank. Oh. Der war schlecht. Also. Der war. Ich weiß, Rosie, du hast dich bemüht, aber nee. Oder frage ich mal andersrum, Pat, was stellst du dir so vor? Ja, ich wäre halt für eine so gepflegte Runde Canon. Canon. Ja, okay, mit dem Ecto, ohne das Ecto, mit das Frozy, ohne das Frozy. Ja, mit ein paar mehr, nicht so 3 gegen 3, sondern halt da schon so 5 gegen 5. 20 gegen 20. Nee, da könnte man dann halt schon machen, dass meinetwegen Ecto, Matt, ich, Frozy, Chili war so. Noch was anderes, Study Pat, ich hätte da noch was anderes. Es gibt, das habe ich vor Ewigkeit mal von ein paar Leuten gezeigt gekriegt auf der Internetseite. Hier, Montagsmaler. Ah, das kenne ich auch. Das ist ja auch was Witziges, glaube ich. Also ich habe jetzt diesen guten. Hier Blobby Volley. Hä? Ist es nicht dieses komische Volleyballspiel? Zwei Blobs, die dann Tennis spielen. Ja, ja. Also mit so einem Ball. Das gab's bei Last Man Standing 2. Das sind quasi so zwei Blobs, so ein roter und ein blauer. Okay. Und du musst da nach, kannst nach links und rechts ein Stück laufen. Hast halt zwei Spielfelder, so ein paar bisschen kleiner, und da musst du einfach gucken, dass du den Ball übers Netz drüber haust. Und wenn halt der Ball den Boden berührt, wenn es deine Seite ist, kriegt der Gegner einen Punkt, und wenn der andere bekommt. Volleyballregeln. Richtig, halt. Volleyball- oder Tennisregeln. Na, Tennis wäre ja wieder ein bisschen was anderes, da darf er ja einmal aufkommen. Ja, stimmt. Ja, es gibt genug Auswahl. Ich glaube, da werden wir noch was finden.
Ja, das auf alle Fälle. Auf jeden Fall haben wir jetzt den guten Ton schon mal gefunden. Das finde ich sehr schön. Ich würde aber gerne noch irgendwie ein bisschen Geld finden und die Spitzhacke einfach noch... Ja, nee, es gibt auch eine Note, wenn du 1000 vergrabenes Geld findest. Sag mal, gewonnen, vielleicht kann sie für die Buddeln gehen. Generell, die Spitzhacke müssen wir auch noch auf Silber upgraden. Damit wir... Ein Diamant? Weiß ich nicht, was nach Gold kommt. Bis jetzt ist Platinum, ja die... Platinum, laut Starbound. Und was ist, wenn das, wenn das nach Minecraft geht, wenn das dann Diamant ist? Ja, da kann ich nichts für. Wobei eigentlich Eisen ja besser ist als Gold. Ja, Gold stinkt eigentlich in Minecraft total ab. Ja, das Einzige, zu Gold in Minecraft wirklich zu gebrauchen, ist es als Zierde. Oder halt für die Goldäpfel. Bäh. Oh, da haben wir auch wieder guten Ton. Den brauchen wir, damit wir uns mit dem Menschen anfreunden können. Diese Potata-Wurzel oder wie die hieß, will ich auch mindestens einmal versenden. Die habe ich ja einmal drin. Das heißt, wir werden dann im nächsten Tag einfach nochmal bis 18 Uhr hier unten ein bisschen umgraben. So, graben wir noch 4 Felder um und dann geht's ab nach oben. Nein, nicht erschöpft sein! Ist Boah. Was. Okay, wir graben bis 19 Uhr. Ich habe noch ein bisschen Ausdauer. Ja, nee, weil der gerade erschöpft wurde und das Teil wäre fast verschwunden. Vielleicht finden wir... Ach stimmt, da gab es ja schon mal so eine Szene. Tragischerweise fast. Ja, das ist aber jetzt das Letzte, was ich weghau. Zack. Oder? Komm, nimm's auf. Nimm. Ah, gerade noch so erwischt. So, dann haben wir einmal guten Ton und eine zwei Potata-Wurzeln. Pontata-Wurzeln sind das. Die heißen Pontata-Wurzeln. Richtig. Gesundheit. Ach, danke. Ich bin jetzt mal gespannt, wie teuer ich den guten Ton verkaufen kann. Und er ist wert nur 10. Seriously. Und so eine Potato-Wurzel ja, ist 30 wert. Für nix. Okay, auf jeden Fall sollte dann morgen ein neuer Mensch einziehen. Ins Bett gehen. Ja, ja. So, rein ins Bettchen. Oh fuck. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen bitter. Heute ist es gefährlich rauszugehen, bis das Wetter besser wird. Muss ich drin bleiben. Ja, heute bekommen halt meine Tiere nichts zu fressen. Ja, ist ein bisschen doof. Ich hoffe, die werden wir jetzt nicht krank. Die werden halt morgen wahrscheinlich angepisst sein, aber hey. Naja, Fasten gehört auch für die Tiere mal dazu. Also ich bitte dich, Saus und Braus bei den Tieren kann auch nicht immer sein. Ja, naja, hilft nichts. Wenn sie uns krank werden, müssen wir die halt einfach ein bisschen aufputschen. Einschläfern, ein bisschen einschläfern nur. Ja, nicht ganz einschläfern, nur ein bisschen. Nur ein bisschen, genau. Also. What the fuck? Also nur ein bisschen zum Metzger schicken. Okay, wir haben dasselbe zu tun wie immer, ja, ja. Und? Klopf, klopf. Ich habe immer noch das Gefühl, diese ganze Hochzeitsgeschichte war gar nicht so lohnenswert. Ich meine, ihr geht ihrer Arbeit nach, die hockt zwar in deinem Bett, aber sie kocht nicht, sie putzt nicht. Okay. Repariert das Haus nicht. Die arbeitet nicht für dich. Ja, Mann. Keramikateller. Was? Keramikatellier?
Saibara, ich bin gerade in die Flusslidhöhen 2 beim Becken des klaren Wasserfalls umgezogen. Ich hoffe, dass du mich dort besuchst. Nein. Okay. Erstmal zu den Tieren gehen. Erstmal zu den... habe ich genügend Geld jetzt? Ja, ich habe genügend Geld. Das heißt, wir werden unseren Stall jetzt endlich ausbauen. Ich hoffe, die Tiere sind noch einigermaßen gut gelaunt. Ja, die haben alle noch ein Lächeln. Mein Gott, dann haben sie halt jetzt mal gehungert. Tut den auch nicht. Ist ja, auch nicht schlimm. Ich habe ja gesagt, Fasten muss halt mal sein. Und jetzt nochmal zurück zu meiner Frage, Pat. Ja. Was ist mit der Gwen los? Wieso? Die arbeitet, aber du kriegst kein Geld dazu. Die arbeitet nicht. Bist du nicht der Mann, der den Haushalt hier das ganze Geld in der Hand hat? Wir leben getrennte Kassen, deswegen frühstücken wir auch nicht zusammen. Aha. Und wann isst du überhaupt was? Geht deinen Typen immer nur arbeiten und dann ins Bett gehen? Ich hab so ein Hightech-Bett, ne? Das sich füttert, während du schläfst. Richtig, das pumpt mir das nährstoffreiche Essen direkt in den Magen. Das ist so eine Sonde. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass Gwen da nebenbei mit so offenen Augen liegt und denkt, gruselig, ekelhaft, total angewidert und in Horror versetzt. Angst und Schrecken. Das kann gut sein. Weil die Maschine dann so Geräusche macht. Ja, da kann ich diese Geräusche nicht nachmachen. Ja, und geheiratet habe ich sowieso nur, weil ich brauche halt ein Kind, was halt dann den Hof übernimmt, ne, wenn ich mal über den Jordan springe. Und als Wärmflasche. Ach, du kannst sterben in Harvest Moon. Ja, da gibt's, ich weiß nicht, ob das hier auch ist, aber bei dem anderen Harvest Moon, da gab's sowas von wegen Älterungsprozess und so weiter. Okay, dann gehen wir da mal rein und gucken mal. Holy shit. Mhm. So, was bist du denn für ein Mensch? Das ist der von, den kennst du, Frozy? Das ist der von Back to Natural. Oder Back to Nature, wie ich es immer genannt habe, fürs PlayStation, der die Schmiede hatte. Was? Wer bist du? Ich bin der Günder. Ich bin Günder. Ah, du bist also ein Rancher. Ich bin Kunsttöpfer. Da hier der Ton gut sein soll, bin ich voller Hoffnung hierher gekommen. Falls du guten Ton findest, schickst du ihn mir dann? Ich bekomme ihn nur auf dem Markt. Ich verlasse mich auf dich. Ja, so. Dann hätten wir den hier auch. Man braucht Zeit, um eine neue Gegend kennenzulernen. Du musst erst mit Straßen und Wegen vertraut werden. So, du bekommst jetzt erst einmal guten Ton von mir. Den sollst du ja angeblich mögen. Du bist sehr tüchtig. Ich nehme dankend an. Ich danke dir darüber. Dafür. Ja, der mag. Boah, das sieht auch cool aus. Dann gibt's halt auch noch Kunsthändler und so weiter. Alles Leute, die ich gar nicht kannte, weil ich hab's halt nur. Nie gebraucht. Nee, ich hab das Spiel nur eigentlich bis 50 Noten gespielt. Und da kam Abspann und dann hab ich mir gedacht: Sieg, Win, durchgespielt. Nix ist. Okay, dann. Ja, ja, das wissen wir schon. Naja, Freundschaft, reden reicht auch aus, aber halt so kleine, heute leider geschlossen. Ach, fuck you. Dienstags und feiertags geschlossen. Das passt. Wundert mich, dass die jetzt nicht so angepisst sind, weil wenn die mal einen Tag nicht zu fressen bekommen, dann sind die
dann geben die am nächsten Tag keine Milch, beziehungsweise legen keine Eier. Vielleicht haben sie eine Biorente angesetzt und sind jetzt halt so satt, dass sie eigentlich nichts mehr brauchen für die nächsten 5 Jahre. Ach so, und ich schieb denen trotzdem das Futter in den Rachen rein. Naja, Biorente ansetzen. Die haben so viel Fett angesetzt, dass sie können gar nicht mehr wegrennen. So, friss und werde groß und stark. Ja, so nett war. Du bist heute aber toll gelaunt. Wir noch mehr essen. Ja, bei der Kuh passt, sie hat so ein, die ist richtig schön dick und fett. Da bekommt man viele Hamburger raus. What the fuck? Was ist das eigentlich? Ja, hast du nicht gehört, es gibt die Note des Hackfleischherstellens auch. Opfere deine Kuh und bearbeite sie zu Hackfleisch. Und dann gibt es natürlich darauf folgend die Note des Burgers. Alles wird aus Sack gemacht. Richtig. Wenn du den Burger perfekt machst, à la SpongeBob, dann kriegst du auch die Note des Krabbenburgers. Ach so. Die Note des Krabbenburgers. Jetzt habe ich noch... Ja, nee, das Ei habe ich noch. Da ist nämlich der Woody. Ja, das ist auch so ein Klischee. Der Bauarbeiter, der mit Holz umgeht, heißt Woody. Woody Woodpecker. Da, nimm das Ei und werde glücklich. Oder habe ich dem nicht immer so ein Holzding geschenkt? Wo bist du? Bist du jetzt da ganz oben oder bist du hier? Ach, du bist da links oben, das ist mir zu weit zum Laufen. Okay. Dann reden wir noch mit den anderen Menschen ein bisschen. Also hast du eigentlich jetzt weitestgehend nur noch mit den Leuten hier zu reden. Ja, Noten zu reden. Gib mir Noten. Noten. Ja. Und halt Geld verdienen, aber Winter ist halt so eine Sache, da bekommt man kaum was. Da finde ich den Teil auf dem 3DS, den ich habe, eigentlich viel angenehmer. Da habe ich so, ne? Sag's mir. Einen Tag spielen wir jetzt noch. Na, denken. Genau, da bekomme ich viel, da habe ich viel mehr Geld. Da habe ich jetzt schon, bin ich im Herbst oder Anfang Winter. Und da habe ich halt einfach mal so auf dem Konto so 100.000. Ja, was ich nicht brauche, weil ich habe da schon, was, wie viele Hühner habe ich? Ich glaube 12 Hühner und 4 oder 5 Kühe, 2 Schafe, ein Pferd, 3 Hunde, 2 Katzen. Also viel zu viel. Ja, und jetzt ist natürlich ein Festival. Ach, komm, fuyu. Naja, okay. Dann machen wir heute das Festival. Ja. Das Feuerfest wurde leider abgesagt. Wie, das wurde abgesagt? Aha. Okay, das gibt's auch. Das einfach mal sagen, ja, kein Fest. Ja. Okay. Okay, das finde ich jetzt äußerst nicht gut. Aha. Was wären jetzt zwei Tage? Das ist LAN. Ich speichere jetzt nicht. Wir sehen uns dann an dieser Stelle wieder. Eventuell mit ein bisschen anderem, mit ein bisschen weniger Geld. Den Ton werde ich mir wiederholen und den kurz versenden. Aber ich würde gerade das Feuerfest machen, weil da braucht man bestimmt irgendwas und das habe ich verpeilt zu geben und weil blöd. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.